Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, ich fasse mich ähnlich kurz wie mein Vorredner Uwe Grund. Die Linke ist dagegen, diesen Rundfunkstaatsvertrag vorsorglich zu kündigen. Grundsätzlich finden wir es nicht verkehrt, kleineren privaten Veranstaltern eine Umlandversorgung zu ermöglichen. Aber es ist mir zumindest überhaupt nicht klar, ob die überhaupt daran interessiert sind. Ich möchte darauf verweisen, dass auch in anderen Städten, wie zum Beispiel in Berlin, es auch nicht so ist, dass alle Berlin-Sender auch in Brandenburg zu empfangen sind. Raumgewinn würde auch bedeuten, Reichweitenverlust in Kauf zu nehmen, weil die Zielgruppe nicht mehr adäquat erreicht wird. Und wer wie ich aus den Medien kommt, weiß, welche Probleme entstehen können, wenn man zu große Reichweitenstreuung hat. Dies wirkt sich auf die Preisgestaltung beim Verkauf von Werbeplätzen aus und das negativ. Zusätzliche Kosten, die durch die Verbreitung und möglicherweise Erweiterung der Programme entstehen können, können unter Umständen auch gar nicht aufgefangen werden. Den Staatsvertrag nun angeblich vorsorglich zu kündigen, um frei werdende UKW-Frequenzen für redaktionelles Musikradio zu verwenden, wie es in den Pressemeldungen vom 5. Oktober von CDU, ich glaube auch Gahl, heißt, kann ich nur als Verschleierung bezeichnen. Und es ist für mich auch ein Indiz, dass hier geschlafen wurde, da gebe ich Uwe Grund vollkommen recht. Den Bedarf und die nötigen Schritte dazu hätten nämlich schon lange festgestellt werden können und auch müssen. Und auch hätte festgestellt werden können und müssen, zu welchen Veränderungen Schleswig-Holstein überhaupt bereit ist. Nun wird die Landesmedienanstalt und das Nachbarland Schleswig-Holstein mit der angekündigten Kündigung des Rundfunkstaatsvertrags regelrecht brüskiert. Sie haben mit Ihrem Antrag der Nachbarschaft wirklich keinen guten Dienst erwiesen. Ich kann den Ärger von Medienanstaltsdirektor Thomas Fuchs gut verstehen, den er gestern in seiner Pressemeldung deutlich machte. Was hat Sie hier eigentlich dazu getrieben, eine derartige Aktion fahren zu wollen und dann in der Pressemeldung auch noch so zu tun, als sei die Kündigung bereits beschlossene Sache? Denn so kommt Ihre, verzeihen Sie mir diese Begrifflichkeit, undemokratischen Formulierungen nämlich bei unbedarften Lesern und Leserinnen an. Wir beschließen das morgen. Warum melden Sie eigentlich überhaupt noch eine Plenardebatte an, wenn Sie sowieso schon in der Presse ankündigen, dass Sie das hier beschließen wollen? Ich hätte zumindest von den Medienpolitikern von CDU und GRL folgende Schritte zur Prüfung erwartet. Welche Sender wollen sich überhaupt erweitern? Welche technischen Möglichkeiten gibt es für die realen Anforderungen und welche gesetzgeberischen Änderungen wären dann nötig? Eine Proforma-Kündigung könnte nur dazu führen, dass der alte Staatsvertrag in einem Jahr möglicherweise wieder neu beschlossen müsste. Und wer sagt, dass ein neuer Staatsvertrag besser für uns aussehen würde? Und im Übrigen, lieber Herr Kollege van Koom, zur Lernfähigkeit gebe ich den Ball dann gerne zurück, möchte ich das Parlament noch darüber informieren, dass die von Ihnen angesprochenen Sender die Lizenzen für Radio Schleswig-Holstein erst 2011 und für Delta Radio sogar erst 2012 auslaufen. Insofern, was wollen Sie mit der Kündigung?